Lustigerweise sieht man auch in diesem Spiel, dass Abonnenten da auch einfach wirklich relativ sind. Wow. Tolle Jobs sind hier. Weil unabhängig, wie viele Abonnenten ich habe, wenn ein Video wirklich gut gemacht ist, dann bringt mir das auch schon mal so die $100 ein. Natürlich, wenn ich mehr Abonnenten habe, dann werden auch mehr Leute das Video gucken und dann bringt es auch noch mehr Geld, das ist richtig, aber... Weil im Grunde genommen, wenn jeder meiner Abonnenten meine Videos immer gucken würde... Danke, dass du das für mich erledigt hast. Gerne. Hab ich doch gerne gemacht. Zack, da kommt die Kohle rein, das ist schön. 12. Dezember. Wir haben unser Geld, das wir brauchen, fast drin. So. Was ist denn jetzt im Quatsch hier? Und jetzt ein Mist. Brauchen wir alles nicht. Komm, wütende Kritik. Egal. Haus rein. So. 320 waren das. Sie, wenn jetzt dieses Video mir auch noch $37 einbringt, dann ist mein Soll, $320, genau, erfüllt für die eigene Wohnung nach schon einem halben Monat. Das wäre natürlich ziemlich genial, muss ich gestehen. Das kommt dann schon ziemlich gut. So, da steht er auf seinem grünen Teppich und beobachtet sein Geld. Wir können auch einfach arbeiten gehen oder wir können es auch lassen, weil das alles Kacke ist. Aber die $37 kriegen wir. Wir sind bei 34, 35, 36, 37. Die $320 sind drinne. Jawohl, unsere Freundschaft ist vorbei. Das ist der Preis dafür, dass du... Ich verstehe. Ich verstehe. Okay? Ist klar. Du willst mich hier also abfacken quasi. Gut, dass ich mal JC, meinen besten Freund, habe. So, ja, tschüss JC. So, wie gehen wir jetzt damit um? Wir steigen im Level nicht mehr auf. Wir können ja eigentlich nicht mehr groß irgendwas machen. Wir haben es in einem, nicht mal einem halben Monat geschafft, die notwendigen $320 einzunehmen. Tja, komm. Vor dem Ausziehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich meinem momentanen Mitbewohner erzählen soll. Du hast ja gerade die Freundschaft gekündigt, zeig ihm, fick dich doch. Hey Rüttmiger, ich habe gehört, dass du in eine größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deinen unschlagbaren Kumpel mitnehmen willst? Okay. Danke für dein Angebot, aber ich lebe gerne hier und du brauchst momentan genug Platz für dich selber. Keine Sorge, ich besuche dich so oft es geht. Du bist ein wirklich guter Freund. Eben hast du noch was anderes behauptet. So. Er lässt den Rechner laufen, er lässt manchmal sich im Zimmer. Er geht einfach raus, ohne sich umzudrehen. Die coole Socke. Und ist weg. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Zack, da liegt auch mal unser grüner Teppich mittendrin. Wunderbar. So, schicke Wohnung, würde ich sagen. Was haben wir da oben noch? Ist das da oben der weitere Arbeitsplatz?
Kaching! 370 Dollar! Gut, ist die Miete bezahlbar. Wunderbar, gehen wir mal wieder runter. Da hinten hat er sogar mal ein schönes Bad, ist ja nett. Nach all den Jahren, Monaten kann er sich endlich wieder waschen. Fernseher. Da ist sein Arbeitsplatz. Bett. Diverse Regale. Schöne Einbauküche. Kühlschrank. Da hinten hängt auch immer noch unser Donkey Kong Regal. Dass wir uns eins kauften. Ja, komm, geh mal schlafen. Du bist müde, hab ich schon verstanden. Das ist ja an sich alles schon mal ziemlich gediegen jetzt hier. Für den Mitarbeiter muss ich jetzt nochmal überlegen. Jason ist jetzt schon wieder unterhalten. Ja, meinetwegen. So, das könnte der Mitarbeiter sein da oben. Der mir da jetzt links oben angezeigt wird. Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter einstellen. Tja. Wer wird wohl mein neuer Mitarbeiter? Das ist die Frage. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich hab da schon so eine Vermutung, wer da bei mir Mitarbeiter werden könnte. Ich hab da eine Vermutung. So. Ja, nehmen wir noch mal so ein Emo-Video können wir noch mal aufnehmen. Oder nehmen wir hier noch mal den Rocket ist schon nicht mehr beliebt. Also nehmen wir den da. Gut. So, alles klar. Dann werden wir jetzt hier in der neuen Bude schon mal unser erstes Video aufnehmen. Emo verkloppen. So, nein, ich hab nichts gegen Emos. Emos sind lustig. Die quieken, wenn man drauf tritt. Nee, was? So, mit neuem Hintergrund jetzt. Cool. Da werden wir erstmal coole Grüße machen. Herzlich willkommen in meiner neuen Bude, Leute. Was geht? So. Hinter mir scheint die Sonne, aber ich bin ein scheiß Kellerkind und wohne im obersten Stock. Ist das nicht albern? Ich habe ein Easter Egg gefunden. Fröhliche Ostern da draußen übrigens. Es ist in dem gerade Weihnachten, aber das ist ja egal. Spielintro, habe ich nichts Passendes zu. Hahaha, voll unlustig. Das Spiel hängt sich auf. Ja, ich würde mich jetzt beschweren, aber ich würde sagen, dass Freunde passiert nun mal leider immer wieder gerne. Was soll man machen? Wir kommen in den Ladebildschirm. Ja, sind wir mal ehrlich, ich hasse Ladebildschirme. So verdammte Scheiße. Oh, verstecktes Item. Ich hab das gar nicht aufgepasst. Ich find's gut. Ich find's lustig. So. Ladebildschirm. Ladebildschirm sind immer sarkastisch. Wir mögen Ladebildschirme. Die haben Humor. Die verstehen uns. Wir hauen einen Abspann drauf und wir sind raus. So. Alles klar. Okay. Then please render this shit. So, das passt da, das passt hier, das passt dort. Das passt mit dem, der kann mit dem. Hinz und Kunz, Scheiße. Das gibt doch wieder eine rote. Es gibt doch wieder einen roten Pfeil. Auf sowas gehe ich gar nicht steil, weil Dinge geschehen. Kannst du mal sehen. Ja, komm, egal. So, wir haben jetzt schnelleres Internet. Wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe, standen da gerade 3 Stunden Upload. Natürlich ziemlich geniales. Ah, dein Computer ist kaputt gegangen. Ja, meiner auch gerade. Lass ich aber reparieren für 20. Gut, um was geht's? PS3 Gameplay. Müsste eigentlich machbar sein.
Wenn der schnell genug ist mit Rennen, dann... Ja, komm, wir probieren's. Theoretisch müsste es machbar sein, während der noch am Rendern und Uploaden ist, ja trotzdem an der PS3 schon wieder aufzunehmen. Mal schauen. Danke Techniker. Müssen wir natürlich erstmal was essen, auch noch. Und schlafen in der Zeit, hat er eh schon fertig. Das ist auch cool. 124 Stunden haben wir noch Zeit, das ist mehr als genug. So, oh, der Upload, zack, durch. Okay, der hat jetzt auch geschlafen, deswegen ging das noch ein bisschen schneller. Das hat sich so beliebt gewesen. Aber gut, Game, war doch Gameplay, oder? Ja, der da drin war Gameplay. Gut, alles klar. Dann, zack, 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 zack. Fortsetzen. College. Software, Gameplay, nee, College, College. College, Bitches. Läuft bei mir, so. Ja. Machen wir das gerade mal durch. Klassisch mit cooler Begrüßung, die da so drauf sind. Gediegen kombiniert mit mega abgefahren, geilem. Ich weiß es nicht. Passt wieder alles nicht. Aber kommen Sie mal lustig. Ach du Schande, normales Spiel. Ja, dachte ich mir. Shit. Ausschnitt. Oh, das passt ja alles gar nicht heute, ey. Und dann ist das alles auch noch so hochpunktig. Nehmen wir den. Verbündete haben mich verraten. Die kriegen mal einen mörderischen Blick von mir. So, Epical Game. Zack. Useless Commentary. Hast du dich gesehen, gewöhnt? Ja, was sind wir denn? Zusammenfassung des Spiels. Zack. Und dann haben wir noch den Abgang. Da haben wir 4 Punkte übrig. Dann nehmen wir einfach. War nichts mehr. Ach, warst du schon? Oder wie oder was? Na gut, haben wir schon. Schön. Passt ja alles wieder gar nicht. So. Das kriegen wir auf jeden Fall da rein. Das kriegen wir da rein. Das geht. Ach ja, genau. Von einem auf zwei Pfeile gibt ja keinen roten Pfeil. Das können wir machen. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen Bearbeitungspunkte rein. Da kommt das Geld vom letzten Spiel, $400. Sind wir bereits. Es ist immer noch Dezember. Schöne Sache. Du stellst fest, dass der Ton in deinem zuletzt hochgeladenen Video an einer Stelle schlecht ist. Das ist ja super, das kostet Zeit. Aber das Problem wird behoben. Das können wir so nicht lassen. Aber es geht. Nämlich nur noch 50 Stunden, dann muss dieses Video fertig sein. Aber er ist schon zur Hälfte gerendert und der Upload selbst braucht nur 3 Stunden. Das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Wir haben noch 2 Tage Zeit. So, das ist genug gefressen, du gehst jetzt mal pennen. College Bitches ist nahezu fertig gerendert.
Renderabschluss in 3, 2, 1, fertig. Und jetzt während des Schlafs wieder Upload, zack, fertig. Fantastisch, das Video ist perfekt. Hoffen wir nur, dass es bei meinen Zuschauern auch so gut ankommt. Danke, Rhythmiker. Gerne, Rayleigh, gerne. War mir wie immer eine Freude. So, $720 haben wir jetzt dadurch schon. Ja, leck mich, damit haben wir... Oh, auch eine neue Karte. Lustige Begrüßung. Damit haben wir jetzt sogar die doppelte Miete drin. Also wenn das so weiterläuft, mache ich mir da echt keine Sorgen, dass wir uns diese Bude leisten können. Das ist ein Träumchen. So, Ivy, wie geht's dir denn? Hab ich dir schon von meiner neuen Bude erzählt? Ist total geil und ich mache jetzt die große Kohle. Ja, es hat sich einiges verändert in meinem Leben. Und du? Du bist ein Teil davon. Nehme 5 Videos mit deinen Mitarbeitern auf. Stelle einen Mitarbeiter ein. Das sind jetzt unsere Ziele für die Zukunft. Ja, wie gesagt. Ich habe da schon eine Idee, wer da mein neuer Mitarbeiter werden könnte. Vielleicht habt ihr auch eine Idee. Schreibt es in die Kommentare, was ihr vermutet. Mal sehen, ob ihr da ein gleiches, ähnliches Gespür habt. So, $50... hat dieses Video mir jetzt auch schon eingebracht. Ein Träumchen. So, Jay-Z will sich schon wieder unterhalten. Dieser unterhaltungswütige Jay-Z, das ist der Wahnsinn. Na gut. So, dann schätze ich mal mit dem kurzen, dann glaube ich, werde ich mal langsam eine Aufnahmepause machen. Und ja, nachdem das Spiel jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Folgen zwischenzeitlich ein bisschen tröge wurde, als sich das alles so ein bisschen wiederholte und man irgendwie nicht mehr wirklich vorankam, wird es jetzt vielleicht interessanter. Wir haben jetzt eine neue große Bude. Wir werden uns einen Mitarbeiter einstellen und mit dem dann zusammenarbeiten. Werden mal gucken. Wir müssen jetzt hier die Millionenaufrufe nicht mehr machen, die haben wir jetzt hier gerade schon geschafft. Mal gucken, ob wir dann mit dem Video auch die 75.000 Abonnenten schaffen. Dann sind wir auch hier wieder einen Schritt weiter. Rayleigh wird sich schon wieder unterhalten und Rayleigh stellt fest, dass das keinen Sinn macht, sich mit mir zu unterhalten, weil die das persönlich klären möchte. Dankeschön. Kennen wir schon. Ja. Also da wird jetzt in den nächsten Folgen erstmal wieder hier ein bisschen was passieren und mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommen. Hallo Nia. Nia will mit mir auf eine Party, das ist lieb von dir, aber gerade nicht. Ich würde dich ganz gerne. Ja, ich finde dich auch süß, aber ich will jetzt hier eine Aufnahmepause machen, da ist Party jetzt gerade nicht so angebracht. Sorry, Schatz, das nächste Mal wieder. So, College Bitches hat schon $100 eingebracht, ja, meine Herren. Mal gucken, wann das registriert, dass ich da jetzt hat das. Jetzt gerade hat das, ach so, weil das Video auch fertig ist. Zack, $105 nochmal oben drauf, meist gesehen erledigt, $850 knapp. So, das nächste sind die 2,5 Millionen Klicks. Boah. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Das wird jetzt eine Weile dauern. Die 75.000 Abonnenten haben wir nicht geschafft. Was haben wir hier? Das Luxus-Apartment ist das nächste mit $950. Drei Arbeitsplätze, 16 Mbit die Sekunde. Geht natürlich alles dann wahnsinnig schnell. Ja, aber das ist jetzt noch lange nicht dran, noch lange nicht. Jetzt werden wir hier erstmal so ein bisschen gucken, wie es läuft, ne? Und dann, ja. Mal schauen, mal schauen. So. Was soll ich sagen? Ich denke, ich habe im Original an dieser Stelle mit Sicherheit noch irgendwas gesagt, noch irgendwas zu erzählen gehabt, was ich jetzt gerade nicht mehr zu erzählen habe, weil ich schon alles erzählt habe. Weil ich schon darüber philosophiert habe, wie es wohl weitergeht. Ob uns... Ach, Rayleigh. Ganz ehrlich. Na, mach halt. Ja, ob wir uns mit Bria vielleicht doch irgendwie wieder zusammenraufen oder ob
da mit Nia vielleicht? Was ist mit dem Verhältnis mit Jay-Z? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier, Junge, guck zum Fenster raus. Zack, also. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und nächsten Folge wieder. Bis dahin, ein freundliches Tschüssi.